Und damit hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge des Mirror's Edge Let's Plays, wo wir gerade hier oben auf dem Turm sind, sollen den Turm zu Fall bringen und noch nach einer Möglichkeit suchen, hier den Feueralarm auszulösen, wo ich jetzt erstmal schauen muss, wie, was, wo, ob hier denn irgendwo der Feueralarm auf die Schnelle auffindbar ist oder nicht. Ich habe persönlich keinen Plan, wo der Feueralarm denn genau ist. Wie komisch die hier hingen. Ich hoffe zumindest, dass er nicht allzu doll versteckt ist. Das ist eine lustige Geräuschkulisse. Schade, dass ich mich selber nicht krabbeln sehe. Wäre irgendwie witzig gewesen. Also entweder die Main Story führt mich zum Feueralarm. Oder... keine Ahnung. Ist das hier der Feueralarm? Fire Control Center, alles klar. Feueralarm! So, sehr gut. Wie kommen wir jetzt nach da oben hier lang? Na, fällt bestimmt niemanden auf. Die Probe ist maßgeblich an Reflection beteiligt. Ebenso wie Sylvine und Elysium. Und wo eine Intrige ist, sind natürlich auch die Merlis-Zwillinge nicht weit. Ich habe meine Fühler nach einigen Geschäftspartnern ausgestreckt und sollte binnen weniger Tage eine Rückmeldung erhalten. Dann können wir diese unselige Episode endlich hinter uns lassen. Faith, du musst das nicht tun. Die Pläne sind als Bezahlung mehr als ausreichend. Genau genommen sind diese Pläne vollkommen wertlos, solange ich sie erstens nicht erhalten und zweitens nicht verkauft habe. Ist schon in Ordnung, Noah. Ich habe hier meinen Spaß und die Arbeiter sind nicht länger in Gefahr. Ja. Ich schwöre Ihnen, Dogen, sollte ihr irgendwas zustoßen. Können Sie für nichts mehr garantieren, ich weiß. Wir hatten diese Diskussion bereits. Welche Diskussion? Wann war das? Hat Noah es dir denn nicht erzählt? Es war vor 2 Jahren. Er ist nach deiner Festnahme bei mir aufgetaucht. Und ich muss sagen, es war ein ziemlich beeindruckender Auftritt. Nein, das hat er mir nicht erzählt. Brüder stehen eben füreinander ein. Ich muss übrigens sagen, wir sind hier verdammt geil weit oben und dafür, dass wir so verdammt geil weit oben sind, gibt es trotzdem noch ein Gebäude, was immer noch höher ist, was ich einfach nur krass finde. Ist das jetzt schon das Ding, was ich hier abmachen soll? Ich muss ehrlich sagen, aber meine Fresse, bin ich mutig. Ah ja, da soll ich hin. Oh. Mal schauen, ob ich nochmal den Ausblick genießen kann, weil ich konnte gerade leider, während die gesprochen haben, konnte ich nicht drauf eingehen, was ein wenig schade war. Ich bin oben. Wo ist dieses Tilgungsding? Er müsste sich direkt vor dir befinden. Das ist es? Warum haben sie nicht einfach gesagt, dass es ein irre großes Pendel ist? Weil man die Dinge bei ihrem Namen nennen sollte. Nun musst du ihn lösen. Es sollte dort 3 Stabilisierungsklammern geben, die deaktiviert werden müssen. Was passiert dann? Ich meine, also die Sorge, die Dingens hat, dass wir hier nicht lebend rauskommen, ist durchaus berechtigt. So, das Gebäude wollte ich euch zeigen. Das da. Obwohl ich so weit oben ging, das nochmal so wesentlich krasser weit nach oben. Und wir sind echt weit oben. Ich hoffe, dass wir auf das Gebäude noch hochkommen. Es wäre echt schade, wenn sie das nicht auch noch ins Spiel einbauen. So, Pendel Nummer 1. Aktiviere das zweite Stabilisierungspendel. Ist das in Real auch so? Hat da jemand Ahnung von Hochhäusern, ob die in echt auch solche Pendel oben drinne haben? So, hier hin. Schwingungstilger. Also, ob die solche Schwingungstilger in Hochhäusern haben. Ja, lass uns nochmal drauf hüpfen. Klar. Ah! Uiuiui. Ja. Ich merke es. Oh, genial. Ich hoffe, ich überlebe das noch. Ich muss hier gleich noch runter.
Also nicht, dass ich so ein Problem damit habe, dass ich hier noch runter muss, aber... hier lang. Aber ich glaube, ich werde das nicht schaffen, weil das Gebäude ist ja jetzt schon mit Zweien schon relativ am Arsch. Das ist der letzte. Ich komme aus dem Gebäude. Ach du Scheiße. Das Ding ist durch das gesamte Gebäude gekracht. Ich hätte nicht... Genau wie beabsichtigt. Herr Nancy wird einige Zeit brauchen, um sich davon zu erholen. Falls es Ihnen überhaupt je gelingt. Ein Glück, dass du vorher die Mitarbeiter evakuiert hast, Faith. Sie sorgt sich offensichtlich um andere, Noah. Eine charmante Charakterschwäche, die wir beide mit ihr gemeinsam haben. Zumindest gelegentlich. Oi, 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 oi. Genieß den Ausblick, Faith. Aber bleib nicht zu lange dort. Ich gehe davon aus, dass Krugersek in diesem Moment Leute entsendet, um diesem kleinen Unfall auf den Grund zu gehen. Ja, schön, dass die Leute entsenden. Aber ich muss hier erstmal weg. Ui, ui, ui. Waren die einen Weg nach unten? Ja, wie denn? Hier ist kein Fahrstuhl. Okay, hier runter. Ach du Scheiße, Alter. Ah, sehr geil gemacht. Oh, was ist mit ihrer Hand? Okay. Könntest du dich versuchen, nach oben zu winden oder so? Oder auch nicht? Jetzt? Ja, danke. Hier ist der Fahrstuhl. Da, nach unten bitte. So, das Gebäude meinte ich. Das ist nochmal höher. Und wir sind hier schon verdammt weit oben. Wenn man hier runter guckt. Also so weit oben noch nicht, aber ist schon verdammt weit oben. Eieieiei. Das hier jetzt zusammenkracht. Der Fahrstuhl fährt noch nicht mal bis ganz nach unten, wenn ich das hier richtig sehe, oder? Boah, doch, der ist schon weit unten. Ich bin ja mal gespannt, ob das komplette Gebäude zusammenkracht. Bring dich in Sicherheit. Mache ich. Da oben lang, da ist noch so ein Teil. Und damit müsste ich hier rauskommen. Hui! Ja, und damit bin ich in Sicherheit. Ich werde mich wegen der Pläne bei dir melden. Und vielleicht können wir dann ja auch deine mögliche Beschaffung dieser Zeichnung besprechen. Alter. Hey, Icarus ist verschwunden und ich kann ihn im Beat nicht erreichen. Und wieso ist das mein Problem? Muss ich dir das wirklich erklären? Nein. Entschuldige. Gut. Ach, entschuldige. Ich schicke dir die Koordinaten seines letzten bekannten Aufenthaltsortes. Sieh bitte nach, ob dort irgendwas zu finden ist. Mich dahin. Komm ich. Okay, so, wir haben einmal ein Level ab, was wir verteilen können. Wenn wir Punkte haben, die wir überhaupt ausgeben dürfen, haben wir Bewegung oder Kampf, es ist so egal. Erweitertes Rutschen, effizienteres Klettern. Oh, das effizientere Klettern sagt mir, glaube ich, zu. Oder Wallrun, Fokusschild. Ne, wir nehmen das effizientere Klettern. Wir haben sogar zwei Level-Ups oder was? Nein, haben wir nicht. Okay, so, und jetzt haben wir einmal eine Hauptmission und eine Nebenmission. Und das bin ich. Wo ist denn die Hauptmission versteckt da unten? Wir machen zuerst die Nebenmission, wie ihr das von mir gewohnt seid. Und machen uns direkt auf den Weg dahin. Könnt ihr mir Dingens... Ja, alt. Da lang soll ich Bescheid sagen, wo ich hin muss. Ui. Und schade, dass das Gebäude nicht zusammenkracht. Das da. Es wäre jetzt sehr cool gewesen, wenn das Gebäude noch nachgegeben hätte. Hätte ich mich sehr drüber gefreut, weil das einfach nur episch gewesen wäre, dieses Gebäude zusammenkrachen zu sehen. Aber da war wohl das Wunschdenken mit mir durchgegangen und das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, dass das Gebäude zusammenkracht. Aber egal. Hauptsache, es passiert überhaupt irgendwas. So, hier hoch. Da rüber, das hier drüben können wir auch fix einsammeln. Perfekt. Guck mal, das da oben überhaupt irgendwie. Aber wenn ich will, dann muss ich hier lang. Okay, und wieder zurück. Ups. So, jetzt da runter.
Das war gerade irgendwie ein komischer Move. Okay, hier noch was zum Einsammeln. Die 10 Minuten sind schon wieder vorbei. 10 Minuten Folge sind einfach immer wieder krass kurz. Aber okay, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö!